Seid ihr von der Begrüßung zurück zur Let's Play Doom 3 BFG Edition Resurrection of Evil. Wir haben es jetzt hier 1 Uhr morgens derzeit. Ich habe überall das Licht aus. In der Hoffnung, mich nochmal richtig schön zu erschrecken. Obwohl ich das eigentlich gar nicht will, aber irgendwie wollte es mir gerade so spannend wie möglich machen. Ja, wir müssen immer noch, glaube ich, zurück in die Hölle. Verwende den Delta-Transport, um eine Vor auf der Hölle zu erreichen. Ne? Geile Scheiße, ne? Ach genau, wir sind doch beim letzten Mal hier gestorben. Ich erinnere mich. Ach jetzt, okay. Ja, genau, ich erinnere mich sehr gut. Ja. What? Okay, der hält auch eine Ladung aus. Okay, krass. Ich weiß nicht, was kommt, aber trotzdem erschrecke ich mich hin und wieder doch ganz gerne. Unbeabsichtigt. Genau, schon wieder. Wow. 20 HP pro Schlag. Das müsste ich jetzt mal reinziehen. Achso, ja, hier, warte mal. Das ist echt übel. Das ist schon ziemlich übel. Ja gut, gibt natürlich auch Heftigeres, aber... trotzdem. Was ich hier mache, ist schon auch schon übelst gefährlich, ne? Oh. Ja, kein Ding. 5 HP. Okay. Genug gespielt. Das ist mir jetzt... Ich habe gerade ein Déjà-vu. Es war schon mal so knapp hier an der Stelle, ne? Auch hier habe ich mich angestellt. Auch beim letzten Mal habe ich mich hier angestellt wie so ein Trottel. Ja, im Übrigen ist mir auch der Name wieder eingefallen, wo wir eigentlich sind. Das ist nämlich William Banks. Das das Büro von William Banks. Ich glaube, dem Leiter des Delta-Labors. Delta-Labors, ja. Ob's generell der Leiter der kompletten Einrichtung ist, glaube ich, eher weniger. Weiß ich gerade gar nicht. Alter, diese mega creepy. So. Dann haben wir das geklärt. So, und jetzt wird auf jeden Fall gespeichert, weil ich weiß, dass ich hier, wenn ich gleich rechts rausgehe, auf jeden Fall abgekackt bin, weil hier irgendwas spawnt. Genau, hier kommen gleich die scheiß Ticks oder was auch immer. Genau, und hier spawnt dann der, dessen Name ich schon wieder vergessen habe. Und wieder nur 9 HP, ne? Okay, die Luft ist rein. So rein ist, wie es nur geht. Hinter mir irgendwas spawnt, bin ich gearscht. Okay, hier. Können wir einfach hier runter, theoretisch? Können wir. Wenn wir da reingegangen wären, dann werden wir, was weiß ich, wieder wohin gespawnt. Hinteleportiert, meine ich. Aber wir hoffen, dass es vielleicht hier doch noch irgendwo... Ja, genau, hier war ja...
Hier haben wir ja quasi den Vorgänger gespielt, ne? Hier war doch dieser dicke... Ah, wie hießen die nochmal? Die Pinkies! Pinkies hießen die. Der hier versucht hat reinzukommen und dann durch die Scheibe durch ist. Ja, was mit unserem Vorgänger eigentlich genau passiert ist, das ist ja offen. Also man weiß ja nur, dass er gerettet worden ist, ne? Also, aber des Weiteren wissen wir gar nichts Genaueres. Alter, okay. Probieren wir es mal ein bisschen mit Geschwindigkeit. Wir machen das einfach anders. Und zwar einfach gehen wir durch, so. Okay, alles ruhig. Energie. Okay, hier ist irgendwas, aber ich weiß nicht. Okay. Ja, ich würde mal sagen, Vorhof zur Hölle. Ich glaube, wir sind angekommen. Das sieht voll so danach aus, als wäre diese komplette Einrichtung oder ein Teil dieser Einrichtung mit der Hölle verschmolzen. Also quasi irgendwie in diese Dimension hineingesaugt worden. Oder die Hölle hat es einfach zu sich gerissen. Je nachdem. Also irgendwie sozusagen meine komplette Verschmelzung. Wollt ihr mich verarschen? Okay. Ohne Scheiß. Na komm. Ich finde es aber schön, wie der Dicke einfach ganz gemächlich die Treppe runtergeht, anstatt einfach so durch das Geländer zu brechen. Ne? Er hat einen gesitteten Gang. Patrick Hook. Was? ADB-Sammler? Okay. Okay, was haben wir denn hier? Patrick Hook. Kann ich speichern? Audiologs? Sicherheit. C.net. Schließfächer. Ah ja, Herr Hook. Herr Hook, ja, der sollte niemals Roadhog spielen in Overwatch oder so. Oder Stitches. Naja, egal. Wir haben die Codes für die Schließfächer in ihrem Bereich herausgefunden. 634 sollte funktionieren. Bei Problemen wenden Sie sich bitte jederzeit uns. Bla bla bla. Okay. 634. Diesmal merken wir uns das aber. Auch mal nachladen. So, was haben wir hier noch zum Nachladen? Nichts mehr. BFG haben wir auch. Schön. Eigentlich fehlt uns nur noch die Kettensäge, ne? Autsch. Was? Och komm. Hinter mir. Alter. Das ist auch eine ganz schlimme Sache hier an Doom. Dass die Gegner immer hinter einem spawnen. Ganz ehrlich. 6, 3, 4. Zellen, geil. 6, 3, 4. Munitionsgürtel, sehr schön. Ja, also munitionstechnisch auch hier in diesem Expansion Pack kein Ding. Nicht mal ansatzweise. Wo denn? Da. Runter oder kommt er runter? Ich
Hartnäckig, 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 hartnäckig. Ja gut, aber das sind jetzt mindestens wieder so Räumlichkeiten, die mir noch angenehm, unangenehm in Erinnerung geblieben sind. Wobei sich hier auch einiges verändert hat, ne? Hier waren zum Beispiel früher keine Spinnweben. Und das Beschissene daran ist, dass die Exemplare hier nicht mehr vorhanden sind. Die hier gefangen genommen wurden, gesammelt wurden. Ja, ich bin immer noch leicht nervös. Darum bin ich auch dezent selber schuld. Oder aber viele. So, okay. Alle Bildschirme sind hier auch außer Gefecht. Das ist natürlich ganz geil. Man muss aber positiv sehen, alle versteckten Wände wurden quasi schon durch unseren Vorgänger getriggert. Das heißt, an sich keine Überraschungen großartig mehr, was Wände betrifft, beziehungsweise versteckte Türen und so. Da geht's wieder zum Teleporter. Gott. Aha. So kann man natürlich auch abkürzen. Okay, Leute, es geht in die Hölle. Finally. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Okay. Okay, hier hat sich ja auch einiges verändert. Das finde ich ganz cool, dass es nicht beim Alten geblieben ist. Sondern dass sie auch hier... Ah! Sich zumindest einen neuen Eingang ausgedacht haben. Fuck. Stirb! Alter! Ja, aber mit Monstern geizen sie hier nicht am Anfang. Oh, ich dachte schon, es kommen gar keine Imps mehr. Ist ja schön. Okay, taktischer Rückzug. Was das für komische Schatten sind, keine Ahnung. Seelen. Ich vermute einfach mal Seelen. Das Bessere fällt mir nicht ein. Ja, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, geradeaus oder rechts. Da habe ich Angst, dass das Gitter gleich runtergeht. Ich glaube, das war die bessere Entscheidung, erstmal hier hinzugehen.
Ja, coole Scheiße. Okay. Ach du Kacke. Vielleicht war es doch nicht so eine gute Idee. Ja, bitte. Kommen Sie ran. Kommen Sie ran. Na gut, die Lost Souls, die fand ich ein bisschen gruseliger, muss ich ehrlich gestehen. Also schade, dass sie die hier nicht mehr reingebracht haben. Natürlich auch kein Ort, wo ich sterben möchte. Definitiv nicht. Ach du Scheiße! Dich gibt's ja auch noch. Ja gut, also mit dem Plasmagewehr hat es den Vorteil, dass man wirklich irgendwie alle Geschosse vorher vernichten kann, die auf einen zugeschossen kommen. Bei den normalen Projektilwaffen habe ich das Gefühl, ist das nicht immer der Fall. Kann mich auch irren. Okay, BFG-Money habe ich voll. So, dann ist die Muni gleich schon mal alle. What the fuck? Was war das denn? Ist er gerade im Boden versucht und hat dann noch versucht... Alter! Vater! Und dann versucht noch, mich zu beschmeißen. Mit dem letzten Schuss. Granaten! Aha! Ich darf doch nochmal auf meine Dings zurückgreifen, danke. So, komm mal her. Ups, nochmal bitte. Schmeißt du? Mal gucken, wie viele Schüsse du brauchst. Ist das ein kleiner? Das ist anscheinend so ein kleiner, ne? Ein kleiner Hellknight, das ist sowas. Irre ich mich da? Sieht zumindest so aus. Mann. Ja, das ist doch eine kleine Variante davon. Hinter mir? Nee, doch nicht. Hey, ich hab Hallus. Ich dachte, ich würde... Ich höre doch einen Hellknight hier irgendwo. Okay. Da habe ich anscheinend richtige Komplexe. Ja, also jetzt ist es halt schon langsam so ein bisschen Serious Sam Niveau, muss ich ehrlich gestehen. Wir klatschen jetzt hier überall Gegner rein. Aber okay, das ist natürlich auch krass. Was hier für Giganten gelebt haben müssen. Gelebt, ja, in Anführungsstrichen. Aber allerdings ist es so mit Horror- und Überraschungseffekte gerade nicht so der Fall. What the fuck? Oh Gott, da habe ich mich doch gerade etwas erschrocken. Alter! Ich wollte nur gucken. Könnte ich theoretisch hin, ne? Aber da unten ist nichts, was ich... Ist da... Warte mal. Ist da ein PDA? Moment. Ne, ist aber nur eine Leiche. Okay.
Dann habe ich nichts. Nee, dann gehe ich da nicht runter. Ich habe ja. Ich habe voll. Tja, also irgendwie ist es gerade nicht so herausfordernd. Und da ist der Ausgang jetzt. Das heißt, da geht es dann zum Endgegner. Würde ich das sehr begrüßen, bitte. Dann, oh, wenn das so ist, dann können wir gleich Betrüger ja richtig klatschen, ne? Das sieht nämlich so aus, als würden wir gerade mal... Ja, okay. What the fuck? Ja, Leute, ich glaube, Bosskampf ist angesagt. Das heißt, ich speichere lieber nochmal. Und dann bin ich mal gespannt. Oh ja. Was wolltest du mit deinem Herkommen bezwecken, Sterblicher? Du hast etwas, das mir gehört. Und ich will es. Tja, das wird nicht so einfach, mein Lieber. Okay, erstmal studieren. Welche Attacken hat er drauf? Wo ist er hin? Okay. Okay, das macht ihm Schaden, wenn ich so drauf ballere. Hier sind alles... Alles Angriffe, denen man recht leicht ausweichen kann. Nichts Herausforderndes. Nichts, wo ich jetzt noch irgendwie sage, okay, da muss ich unbedingt mein Dings ansetzen, mein Artefakt. Aua. Okay, aber zu lange sollte mich auch nicht erwischen lassen. Das ist mein Kerl. Okay. Doch nicht so leicht mit dem Raketenwerfer, aber wir haben ja genug Muni. Wir müssen ja eh einiges verballern. Tja, also irgendwie. Und jetzt? Okay. Armageddon hier oder was? Allerdings auch kein Leben hier, ne? Okay, wo bist du? Oh, scheiße, habe ich es jetzt ungünstig gezogen, ne? Fucking hell. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Da. So, einfach mal drauf. Bitte nachladen, ein bisschen schneller, wenn es geht. Okay, irgendwie hält der verdammt viel aus. War doch noch eine Leiche, oder nicht? Scheiße. Okay. What the fuck? Zurück. What the fuck?
Also das Ende ging mir jetzt wesentlich... Also der Anfang und das Mittelding von dieser Expansion Pack war richtig geil, ja? Also was ich richtig cool fand, waren, dass es neue Gegner gab. Es gab zumindest eine neue Waffe. Ja, hier ein paar neue Schockeffekte auch für mich. Was mir aber allerdings aufgefallen ist, weniger Audio-Logs, also mehr Textdateien, auch nicht großartig gestaltet, es ging mehr um Schränke und hier und da ein bisschen was, also nicht großartig um die Story. Der letzte Bosskampf, der hat mich jetzt, also Betruger hat mich so ziemlich enttäuscht, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, weil ich fand ihn jetzt überhaupt nicht herausfordernd. Und ich hätte schön gefunden, wenn man das so ein bisschen, die Kämpfe so ausgerichtet hätte, dass man wirklich mehr dieses Artefakt nutzen muss, ja? Und selbst auf dem Schwierigkeitsgrad, da war es war einfach viel zu leicht. Also, fand ich einfach als zu leicht, muss ich gestehen. Also, Und ja, letztendlich fand ich auch der letzte Bosskampf, also von der Zwischensequenz irgendwie her, gut, eine Rakete hat verfehlt. Dann ist Betruger mit seinen Dings da auf dem Boden. Unser Protagonist ist weggekrabbelt, dann hat Betruger den aber trotzdem noch irgendwie erwischt und durch die Luft segeln lassen, dann zu Boden geschmissen. Und dann guckt er erstmal auf ihn herab, irgendwie auf unseren Protagonisten herab, irgendwie. Ja, ich genieße jetzt nochmal so ein bisschen, wie du dich quälst, ja. Und unser Kollege, der haut ihm dann einfach dieses Artefakt ja in seine Fresse rein und schwupps war's vorbei. So, dann hört man nochmal kurz von dieser Troller da nochmal, wir kommen zurück und das war's. Ja, ich würde sagen, wir machen dann jetzt hier direkt einen Cut. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, beziehungsweise wie ihr dieses Expansion Pack erachtet. Also, was ich jetzt gerade so etwas bedauerlich finde, dass ich gerade hier überhaupt nicht irgendwie meine Maus... Ah, da ist meine Maus. Okay, wunderbar. Allerdings kann ich hier auch nichts weiter großartig drücken und die Musik ist auch irgendwie weg. Ja, aber wir haben ja noch eins, ein Expansion Pack haben wir noch offen, Last Mission, also letzte Mission. Und das werden wir dann nächste Woche auf jeden Fall starten. Und da bin ich auch schon mal sehr gespannt drauf, irgendwie, was mich da so erwartet, ob es da auch wieder neue Waffen, neue Gegner gibt, was die Entwickler sich da haben so einfallen lassen. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf, ich hoffe ihr auch. Lasst mir gerne Feedback da. Natürlich auch gerne einen Daumen nach oben, würde mich sehr freuen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Doom 3 BFG Edition Last Mission.